Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Wizard 101. So wie es aussieht, könnten wir heute das Ende von Empyrea Teil 2 machen. Und ja, da bin ich schon ganz schön aufgeregt. Ich freue mich sehr darauf. Und ich finde diesen Abschnitt hier, Finsterhain, schon ziemlich spannend gestaltet, oder? Da unten kämpft ein Schattenvieh gegen einen geflügelten Wolf. Und da oben spielt sich wahrscheinlich nachher die Action ab. Und jetzt muss ich aber erstmal diese drei Haine da durchqueren. Und da bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Ah, es sind Dungeons. Ja, da will ich auch noch hoffen, dass sie hinter mir steht. Aber wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Jetzt setzen wir uns hier erstmal was hin. Und jetzt gehe ich mal nach Hause. Ich muss meine Trinkflaschen mal auffüllen. Oh. Oh. Hier ist es so friedlich. Könnt ihr euch eigentlich noch hier dran erinnern? Na, wir gucken uns hier nochmal um und so weiter, wenn ich mit Empyrea Teil 2 fertig bin. Weil dann ist ja erstmal vorbei, ne? Mit der Hauptquest. Und da gibt es ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Ein paar Nebenquests und so weiter und so fort. Ja. Es ist Freitagabend und es sind verdammt wenig Leute online. Zwei Leute sind online. Zwei Leute. Das wird krass. Fülle alle Tränke. Knete habe ich mehr als genug. Na komm, das machen wir auch mal. Füllen wir noch mehr. Fülle einen Trank. Fülle einen Trank! Und zurück in den Finsterhain. Jetzt geht's los. Diese friedliche, harmlose Musik. Ich hoffe, das hier kriege ich hin. Was will der Finn eigentlich? Looks like you picked up a wee bit extra loot you find. Or visit your dorm room. If you'd like more space in your backpack, ja, you can always purchase a handy expand backpack elixir from the crown shop. Ja, ja. Mein Rucksack ist voll. Ach, Tatsache. Das ist natürlich schlecht, wenn ich hier was Gutes finde, Leute. Oh Gott, ich habe schon ewig nichts mehr in meinem Inventar gemacht. Das skippe ich jetzt, klar, auf jeden Fall. Das hat jetzt für euch keine Auswirkungen, aber ich muss hier mal gerade ein bisschen was aussortieren. Gut, ein bisschen Platz gemacht habe ich, vielleicht reicht das ja. This grove is crawling with Lufalem and shadow creatures. We might be able to sneak around them while they battle each other. Where's the fun in that? Where's the fun in that? Look alive, Lufalem. The agents of shadow are attempting to surround us. Dibs on the first combat support. You watch our backs, Bat. Hallo, drumherum schleichen wäre doch wirklich besser. Dup, dup, dup. Natürlich geht's nicht. Schade. So, womit haben wir es jetzt zu tun? Ich tue mal so, als wäre es ein ganz normaler Straßenkampf. Vielleicht hole ich mir gleich auch Hilfe. Das wäre cool. Aber jetzt erstmal überlegen. Wir machen erstmal einen Schutzwall. Der kostet nichts. So, ich habe mal mich ein bisschen aufgepowert. Angriffe drauf gemacht, Klingen drauf gemacht und hoffe, dass das jetzt schon was bringt. Also ganz normale Straßenkampfstrategie. Ich lasse mich gerade von den Schilden nicht besonders beeindrucken, aber... Ach, guck mal, der Victor hilft mir schon mal. Geil. Weil es geht dem Endgegner entgegen hier und das werde ich mit Sicherheit nicht alleine hinbekommen. Das ist ja wohl klar. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Have failed you, Lady Nightstar. Forgive us, O great and powerful Grandmother Raven. Forgive us. Ja, ist ja gut. It's more like the old bird failed you. So you can dial back the melodrama there, bud. We're the good guys, you know. We don't have time to worry about the Lufalem's feelings. Press on.
Press on! Ja, ich presse. Ich presse, wie ich noch nie gepresst habe. Da warten schon die Nächsten. Oh, 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 oh. Shadow creatures. Let's embarrass them too. Oh, auch noch Sturm. Eieiei. Sturm-Schattengegner. Das müssen wir tatsächlich direkt hier mal machen. Eine Schattenpeitsche. Da wählen wir doch einmal gerade Boss. Ich habe die ganze Zeit Bosskartenspiel ausgerüstet. Wir könnten mal einfach schon mal das Feuer-Mini-Kartenspiel ausrüsten. Das ist echt unglücklich, dass das direkt neben dem ans Haustier verfüttern Teil ist. Echt unpraktisch. So, jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Ist schon jemand on? Nein. Hat mal in die Discord-Gruppe geschrieben. Ich weiß, da ist eigentlich in der Regel nicht viel los. Ah, Moment. Muss mich konzentrieren. Den machen wir mal weg. Den könnte ich echt nicht gebrauchen. So. So, okay. Vielleicht wieder einen kleinen Cut, wenn es nichts Besonderes gibt, sondern sich zu einem ganz normalen Straßenkampf entwickelt, wird es einen Cut geben. Wenn nicht, werden wir hier nochmal reinspringen. Wenn es zu dramatischen Zwischenfällen kommen sollte, dann lasse ich es euch wissen. Prima. Der Viktor hilft mir und hat schon einen wunderbaren Zauber auf Lager, der die bösen Buben schon direkt mal kaputt macht. Scatter, scatter! Before Grandfather Spider notices our failure. None of these trees look like the kind that sing. Let's keep looking. Jawohl. Und der dritte Kampf. Wen haben wir denn da? Rang 18 Endgegner, wachsamer Sargon. Das heißt, wir rüsten das Bosskartenspiel aus. Zap, zap, zap. Auf geht's in den Bosskampf. Jahor Garage, Wizard. Is that a child of Spider? So you are in league with the Shadow. Attack! So, jetzt aufgepasst. Wir haben einen Endgegner dabei. Oh, der hat knapp 20.000. Na, endlich nochmal eine Herausforderung, oder? Sehr schön. Ja, liebe Freunde, zwei Gegner sind schon kaputt. Jetzt ist nur noch der wachsame Typ hier übrig. Wachsamer Sargon. Und ich habe leider keinen Schattenpip, sonst könnte ich... Naja, ein Angriff würde noch nicht wirklich was bringen. Aber den haben wir, glaube ich, gleich auch schnell erledigt. Ich freue mich schon auf den Endgegner. Ich habe mich nicht gespoilert. Ich habe die ganze Zeit nicht geguckt, wer der Endgegner von Empyrea 2 ist. Wie das abläuft und so weiter. Weil ich mich komplett überraschen lassen möchte. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. What's this? Yeah. Soll ich schon mal angreifen? Eigentlich noch nicht. Oh, 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 oh. Das war ein krasser Kampf. Ein krasser Angriff. Er ist tot. Okay, da ist jemand abgenippelt. So, ich habe trotzdem noch genug übrig. Ich hau schon mal drauf. Das wird zwar noch nicht reichen, aber dann kriegt er schon mal einen Schlag verpasst. Oder? Ist doch schon mal was. Der haut aber ganz schön einen Zauber raus, der wachsame. Wieso kann ich es mir nicht merken? Wachsamer Sargun. Du bist spät dran. Oh, jetzt gibt es erstmal eine Strafe, weil jemand so spät gekommen ist. Oh, fuck. Schon wieder. Die gute Frau hatten wir gerade eben schon mal. Hat auch einen schlechten Tag hinter sich. Ganz schlechten Tag.
Aber cooler Zauber, oder? Auch cool vom Sound her. Das muss man schon... Muss man schon sagen, oder? Haha! Komm, Kevin, kritischen Angriff. Ich weiß, das wird nicht reichen. Du Stoff, na. Das haut nicht hin. Jetzt sind wir mal gespannt, was dabei herauskommt. Los, Freunde! Jawohl! Sehr gut! Ha, das hat sich doch gelohnt. Yay! Ich habe ihm den finalen Schlag verpasst. Ja, der erste Angriff war auch schlecht vorbereitet, muss ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt gibt es auch mal ein bisschen lustige Heilung für alle. Das ist ja so ein süßer Zauber, oder? Wield! I beg you, wizard. Put me out of my misery. I can't bear to face the destruction. You and the shadow will reek. Sorry, ich muss gerade mal lesen, was ich hier bekommen habe. Krasse Kalamarstiefel, Venusfliegenhalle und ein Kalamarstuhl. Okay. Jeez, you Lufalim sure are over the top sometimes. We're all on the same team here. Ravenchild, this unlikely triumvirate confuses me. But at this juncture, I trust in you and the wizard more than my master Raven. Good, because Mother's lost her perspective. The three of us fight together for the spiral. We could. This goes beyond treason, but I see no other way to live to regret it. The Lufalim swords are yours. I will inform the others. Jahar Ningguo. Okay, wizard. Now use your sacred water to wake up those trees, so Mallory can teach them a lullaby. So. Offenbar gab es hier guten Drop, theoretisch. Aber ich habe ihn natürlich nicht bekommen, sondern nur... Standard Drop. Ein Bäumchen, für das wir singen sollen. Okay, so the wizard is going to wake him up and then I just I have no idea what to do. Just focus on the part of you that was once part of Raven. Find her memories of hearing the lullaby. Then just be you. I know you can do this. Astral trees, listen and tune your immortal voices to me as we sing the Titanic lullaby. Ah, wie süß. Wir erwecken die Astralbäume. Bisschen spooky, oder? It worked. Come on, team. On to the next grove. Ihr seid ziemlich creepy, Leute. Was ist das denn hier? Dum-di-dum. Ach, da warten sie ja schon. Hi. That's one grove of three secured. But the astral tree singing is being drowned out by the din of the melee coming from the astral grove. Sounds like we could expect the elemental grove to be just as cacophonous of a contest. Everyone have their decks in order? Good. Let's go. Yay! Welche Stufe bin ich denn jetzt? Da, lass mal gerade gucken. Stufe 130!
Stufe 130. Mit Y schreibt man doch hier, oder? Wenn schon, denn schon. Cool. Leute, ich glaube, in dieser Folge gibt es den Endkampf nicht zu sehen, so wie ich das sehe, sondern in der nächsten Folge erst. In dieser Folge haben wir es offenbar mit den Astralhainen zu tun. Schattenseraph, Abwasserwächter. It's my turn to help the wizard cut a path through the rift. If I may, this grove is crawling with shadow forces. As a sworn defender of light, it would be my honor to help lead the charge into battle. Light them up then, Sargon. Bat and I will run interference if more, riffraff show up. Juhu, hinein ins Vergnügen. Nächster Kampf. Meine lieben Freunde. Täuschen. Brauchen wir einen Moment nicht. Das ist ja, glaube ich, wirklich ein Straßenkampf. Ja, Leute, das ist aber hier jetzt schnell erledigt, dieser Kampf. Make German Wizard 101 great again. Das wäre doch mal, könnte mal unser Credo werden, mit dem wir das Spiel wiederbeleben. Ich weiß, ich spiele nicht mehr oft, aber was ist los in Deutschland? Ich meine, ich weiß, was los ist. Sag ich gleich was zu. Raven wants the end times even more than Spider. I wish I didn't believe that vile shadow scum. All the more reason to press on. This way. Die US-Server sind natürlich mit den Updates früher dran. Klar, und wir warten hier ewig drauf. Das frustriert natürlich viele, mich eingeschlossen. What heinous breed of shadow abomination be they? Who are you calling heinous abomination, you feathered mutt? Und damit werden wir im nächsten Straßenkampf, den wir jetzt mit guter Truppe auch richtig zügig wieder erledigt bekommen. Wo bin ich denn? Ich bin als drittes erst in den Kampf gegangen. Ja, zu viert läuft das natürlich alles viel schneller. Freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier Hilfe bekomme. Finde ich richtig gut. Ich bin schon so gespannt auf den Endkampf, liebe Leute. Es ist zwar schon spät, aber es ist Wochenende. Was soll's, was soll's. Zack, alle platt machen. Kritisch geblockt. Trotzdem nützt es dir nichts. Du bist hinüber. Oh Gottchen. Mein Kleiner. Foolish creatures. Bla 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 bla. March to your doom, if that is your desire. Yes, march we shall. Wait, I mean, never mind all that. Onward! So, ich habe noch nichts an Lebensenergie inzwischen abgezogen bekommen. Ey, du mit deinen Flügeln bist mir voll im Weg, Junge. The opportunity to sit at Spider's side through the end times presents itself for the glory of the Shadow! Wir warten noch kurz ab, bis er sich hier fertig ausgerüstet hat und los geht's. Jetzt müssen wir Arachna Meister Magus besiegen mit 10.600 Lebenspunkten. Auch das wird mit Sicherheit ziemlich schnell vonstatten gehen. Ja, also, liebe Leute, wenn ihr eine richtig gute Truppe habt, dann könnt ihr in dem Spiel auch ganz schön flott vorwärts kommen. Also, wenn ihr nochmal neu anfangt, um euch hochzuleveln. Das geht, ich habe mal von irgendwem einen Speedrun von Wizard 101 gesehen. Das geht gar nicht so langsam, wenn man wirklich viel Zeit sich auch nimmt. Ja, jetzt nicht Family im Hintergrund hat oder Arbeit. Wenn man arbeitslos ist, geht das gut. Nein, wenn man keine Family hat, auch wenn man arbeiten geht, hat man ja irgendwann frei. Und wenn man da keine großartigen Verpflichtungen hat,
sondern sich den Tag gestalten kann, so wie man es möchte, dann kann man sich hier regelmäßig verabreden und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, bestimmt hier das ganze Spiel durchspielen. Jetzt ohne die Nebenquests natürlich, weil das dauert echt. Aber sonst, danke für die Truppe, wenn ihr das hier seht. Ich danke euch. Aber gleich kommen wir zum Endgegner. Und da bin ich mal gespannt, wie da der Hase läuft. Ob es dann immer noch so cool ist. Ich weiß noch, wir hatten schon einige Fälle, wo mir echt der Schweiß auf der Stirn stand, weil es einfach nicht aufgehört hat. Weil wir gekämpft und gekämpft und gekämpft haben. Und der Kampf hat nicht aufgehört. Ich glaube, bei Medulla war das, ne? Bei Medulla hat es ewig gedauert. Auch da hätte es einen Trick gegeben, wie das schneller funktioniert hätte. Aber den wusste ich nicht und den wussten die anderen offenbar auch nicht. Das war schon ziemlich zäh. Boah, das ist mir echt auf den Nerv gegangen. So, was habe ich denn hier? 45 plus 20%, dann haben wir nochmal hier plus 35. Schattenpeitsche brauche ich nicht. Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt im Deck habe, diesen Zwerg. Komm, Kevin, zeig, was du drauf hast. Naja, er hat sich eine Klinge gezaubert. Was hat der denn los für ein lustiges Haustier dabei? Habt ihr das gesehen? Der Percy Sturmwanderer. Dieser kleine Ritter, der ist ja auch voll niedlich, oder? Übrigens, ich muss mich von meinem Feuerbiest trennen, wenn wir das Spiel durch haben. Dann ist eine der nächsten Aufgaben, dass ich mich um ein neues Haustier kümmere. Eins, was mal wirklich up-to-date ist, auch besser ist. Welches könnt ihr mir denn da empfehlen? Wo sagt ihr, ja, Kaius, jetzt Level 130 und so. Dein Haustier ist wirklich, wirklich out. Dieses Haustier könntest du sehr gut gebrauchen. Also ich stehe auf Heilung. Ich möchte ein Haustier haben, das mich gut heilt. Welches könnt ihr mir da empfehlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Na gut, das brauche ich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr machen. Ich brauche jetzt nur noch auf den Schattenpip zu warten. Aber Percy und Victor greifen beide an. Von daher wird die Sache wahrscheinlich gegessen sein. Gut, ist mir nur vollkommen recht. Was sollen wir das unnötig in die Länge ziehen? Ich nehme jetzt gerade schon 42 Minuten auf. Wenn ihr das hier seht, ist das natürlich heftig zusammengeschnitten. Kann aber ruhig vorwärts gehen. Schon erledigt. Da kriecht er auf den Boden. Die Lusche. Perfekt. Muss noch nicht mal eine Flasche anbrechen. Credit to your order, Vigilant Sargon. But your troops need you now. We can take it from here. The elemental primordial trees should be right over there. Jehoah Valur, my friends. May the light guide you all. Ja, ich habe Essen und Samen bekommen aus diesem Kampf. Hat sich wieder voll gelohnt, oder? So, wir wecken euch mal auf. Elemental Trees, listen and tune your immortal voices to me as we sing the Titanic Lullaby. Ah, wie süß sie wach werden. Ich glaube, jetzt bestimmt Mundgeruch. Wenn die so lange geschlafen haben. Impressive. But there's no time to stop and appreciate the music. The Storm Titan is still pummeling the Chaos Heart. To the Spiritual Grove! Auf zum Geisterhain, jawoll! Finsterhain. Oh, Kevin, nicht hier runterfallen.
mit deinen Rollschuhen. Ganz schön wagemutig, oder? Alright, two groves of primordial trees down. One more to go. I don't know what it is, but I've got a weird feeling about this next grove. Okay. I bet it's just the lullaby having an effect on you. You and I are related to the Titans, you know. Well, it does sound like the Storm Titan strikes may already be weakening. Let's hurry and get the spiritual trees singing. Yay! Jetzt geht's los. Letzter Hain. Danach. Ich freue mich voll. Wirklich. Ich freue mich sehr darüber. Boah, ich hoffe bloß, das mit dem Endgegner klappt gut. Finally. Now it's my turn to deliver the pain with the wizard. Let's do this. Hate to break it to you, Bat, but it looks like we may have already delivered all the pain. This grove is empty. Look. Was? Keine Kämpfe? Das kann ich nicht glauben. Die Ratte. Der Skorpion. Oha. Das ist aber wirklich eine Überraschung. Ab jetzt wird es nur noch cooler. Geil, oder? Welches Deck haben wir? Bosskartenspiel. Ha. Oh, great. Ah, hello, wizard. Little. We've been waiting a long time for this. You mean, you've been waiting for the wizard to say they're sorry for forcing Daddy to banish you to the Shadow Realm? Oh, Bat. You always were the mouthy one. No. Father sent us to offer you one last chance to forsake your riff-raff friends and fall in line. Ha! So, is saying riff-raff like a thing in your family? So lame. Good. The Raven Child is here too. That'll save us the trouble of hunting you down after Bat comes to his senses and betrays this wizard. That would be what a child of chaos would do. I mean, it wouldn't even be wholly unexpected, would it? The thing is, my grim brothers, unlike you, I've got a true purpose that's far greater than just being father's puppet. Wizard, attack! So, jetzt geht's los, liebe Leute. Wir kämpfen nochmal gegen die Ratte und gegen den Skorpion. Das ist krass, oder? Übrigens auch zwei sehr coole Gegner. Schöne Endgegner. Das ist ja mal was. Das ist wirklich eine Überraschung. Mann, oh Mann. Ich warte mal, bis wir dran sind. So. 21.000 und knapp 35.000 Lebenspunkte noch. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Jetzt muss ich aber mal gerade überlegen. Schatten. Peitsche. Brauche ich die Schattenpeitsche? Nein, ich tue sie mal weg jetzt. Bin mal optimistisch. Ja, was ich eben sagte, warum spielen so viele auf US und so wenig auf DE? Weil es auf US ein Test-Realm gibt, wo man Updates schon vorher ausprobieren kann. Die ganzen Server werden sowieso viel früher mit Updates gefüttert. Und klar, ne? Da will natürlich jeder an der ersten Stelle sein. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall auch auf US spielen. Würde ich jetzt nochmal neu anfangen. Auf jeden Fall. Habe ich nur keinen Bock drauf, das ganze Spiel nochmal zu spielen. Ja, aber wer weiß, ob sich das vielleicht ändert mit Gamigo, die Kings Isle gekauft haben. Das, egal. Ich tue mal so, als würde ich gleich nochmal angreifen. Was? Schon so lange? Krass, wie die Zeit vergeht, oder? Ja, liebe Leute, das ist nun mal so, ne? Ich hatte jetzt 2020 auch einen ganz schönen Durchhänger.
also jetzt nicht emotional, sondern was hier meinen YouTube-Kanal angeht, weil ich einfach so viel auch zu tun hatte mit meiner Arbeit, hauptberuflich und nebenberuflich. Ich habe eigentlich nur noch gearbeitet. Deswegen habe ich jetzt meine Stelle reduziert. Jetzt haben wir gerade Corona. Ich komme trotzdem nicht zu viel mehr, aber ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr klappt gerade. Und ja, was ich mir ja vorgenommen hatte, war 2021 hier den Kanal nochmal ein bisschen wieder zu beleben. Ne? Weil, ich meine, es macht mir auch Spaß. Es macht mir Spaß, hier zu sitzen und ein bisschen die Puppen zu spielen und Videos zu rendern und zu schneiden und hochzuladen und mich zu freuen. Wenn sich das Leute angucken, dazu was schreiben, ob man so in Kontakt ist, das mache ich ja schon ewig. Und das habe ich auch etwas vermisst. Ich kann nicht versprechen, dass das jetzt immer hier so weitergeht. Es ist ein bisschen auch ein Experiment, ob ich hier wieder ein bisschen mehr Schwung in den Kanal kriege. Ob irgendeins der Spiele, die ich hier auch so anspiele. Ja? Habt ihr schon festgestellt, es kommen viele verschiedene Spiele auch. Ich spiele nicht alle bis zum Ende durch oder so, sondern ich gucke, was kommt gut an. Black Mesa zum Beispiel läuft nicht. Aber das möchte ich einfach ganz persönlich gerne spielen. Ja, aber ich guck mal. Ne, lasst euch überraschen. Es kommen bestimmt noch einige sehr interessante und auch sehr lustige Sachen. Wagt mal einen Blick in die Videos rein. Calico zum Beispiel, sehr lustiges Spiel. Planet Coaster, Zoo des Grauens, sehr lustig. Das gefällt mir sehr gut und ich glaube, damit mache ich auch weiter. Wenn ihr das hier seht, ist einige Zeit vergangen, seitdem ich jetzt hier sitze und aufnehme. Es ist der 23.01. Könnte schon gut sein, dass ich dann nochmal was aufgenommen habe. So, jetzt muss ich mal gerade mich konzentrieren. Moment. Konzentrier dich mal. Weg damit. Gut. Ja, genau. Das ist der Stand der Dinge. Ich bekomme einfach nicht das, was ich haben möchte. Ne? Wir benutzen jetzt mal hier die Zwergen-Elgis. Damit ich ein bisschen bisschen Schaden absorbieren kann. Oh ja! Percy Sturmwanderer. Sehr schön. Die Ratte, Quatsch, der Skorpion ist schon mal besiegt. Jetzt bleibt nur noch die hässliche Ratte übrig. Ich glaube, da kann ich jetzt auch nichts mehr reißen. Weil ich kriege keinen Angriff. Sonst hätte ich mich jetzt schon mal angreifen können. Ich habe nämlich ganz schön was an Klingen angesammelt. Aber gut, mir nur recht, sehr gut. Wow, heftig, oder? Ach, wie süß, das ist aber lieb von dir. Aber wie wenig auch, oder? Ah, der hat immer noch 11.000. Ja, Momentchen mal. Der Quatsch. Nein, stopp. Ich probier's mal. So, ich greife jetzt die Ratte an. Wir besprechen schon mal gerade ein bisschen Strategien für den letzten Boss im Chat. Wow. Das hätte mal ruhig früher kommen können. Stop! Do you fools not see bla, 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 bla. Nur Shit bekommen. Flammendes Paradox. Alle Schulen außer Feuer. Na toll. Bat, Mallory, don't be stupid. Your wizard friend is powerful, yes. But you both know they're no match for a titan. This is a one-way portal to the Shadow Realm. Come with us, the both of you. It's the only way to ensure that you'll survive the end times. I'll die a thousand deaths alongside these friends that I love before I ever go with you. Go on. So be it. Come on, Rat.
Oh, Bat, you love us? That's so sweet. All right, let's just get back to waking up the spiritual tree, shall we? So, wir wecken jetzt die letzten Astralbäume auf. Und dann wird's ernst, Leute. Spiritual tree. Bla bla. Jetzt hätte er immer das Gleiche. The Titanic lullaby is working. I can hear the Storm Titan's winds diminishing. Hey, this song is so... It's so relaxing. Fire it up, Bat. Ah. You and I are mortal enough to resist the lullaby's power. We just have to focus. Hamilton! Yes. Okay, let's go take down the Storm Titan. But maybe we just rest our eyes for a few... Nope, nope, come on, let's go. So. Jetzt geht's rund. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Da geht's wirklich zum Endgegner. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt dran und seid gespannt, wie es weitergeht. Ciao.